stehen hier für euch bereit. Ah, deswegen. Ich kann erst nach dem. Gut. Auf jeden Fall, Teufelsrad hieß das, glaube ich. Nee, Höllenrad. Alter, wie die da rumgejumpt sind. Und dann diese Zwillinge, Zwillingsakrobaten, die waren auch richtig. So als Komödie haben sie so ein bisschen versteckt, das war. In der der Wietzbold, nee. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Komödiant. Lass lieber. war das gerade eine Feder? Hier meint das mit Medizin. Flipp. Ah, 1 von 10. Ah, und das finde ich auch super. Man sieht pro Bereich, wie viele Federn man einem noch fehlen. Das gab es nämlich bei dem anderen nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es bei Assassin's Creed 2 eine Federkarte gab. Hier müsste es aber eine geben. Ah, 1 von... Oh, da hat er jetzt aber ein bisschen buggy gesprungen. Da ist er ein bisschen buggy gesprungen. Wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann warten. Dann verfolgen wir ihn mal. Guten Zufall steht hier natürlich ein Kreis, an dem ich dran laufen kann, ne? Dio Commissaria. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn betrunken seht. Ach, so viele. Ja, ja. So, das ist ein bisschen zu tief. Nehme ich den hier. Sehr beeindruckend, aber. Ja, ich kann es ja niemandem verübeln, dass er sein Geld lieber für Essen als für Kunst ausgibt. Aber mein Mann ist ein Anhänger von Katze. Isst mich die ganze Zeit hier voll von der Seite. Geht das hier eigentlich hier schon mit dieser Kante? Oder geht das erst ab Assassin's Creed 3? Es geht erst ab 3. Schade. Da kann man ja so vor, um die Ecke gucken. Das finde ich richtig cool. Na, was macht ihr denn da? Ich beobachte euch. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ihr Schnucki-Putzis. Ich weiß, wo ihr Haus wohnt und dann komme ich und besuche euch. Und dann warte ich euch ein verdammtes Schwert ins Herz rammen. Ja. Aua. Ich habe ihn geschubst. Wovon dir denn Dank? Schild noch hart. Ich schätze mal, dass es nicht weit, nicht mehr weit ist. Wegen diesem Aufdecken und so. Hä? Ehemann? Ich hab einen Ehemann? Ups! Ich hab da... Ach du Scheiße! Ich hab nichts gesehen. Ach du Scheiße! Bring ich erstmal einen Zivilisten um, ey. Das geht ja gar nicht. Prozent. So gut wie neu. Fängt doch gut an. Sie
war eine Schönheit. Ach, deswegen Ehemann. Ja, sie ist dieses Schwein. Sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Die Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Er muss... Ach so, Entschuldigung. Zwei Carnefices wohnt... Nee, der zweite Carnefices wohnt auf dem Hügel über dem Galgen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Akzeptieren. Volle Synchronisation. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Wenn ihr bereit seid, bestmögliches tun. An. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Wird das mein erster Gehilfe sein? Ich will die ganze Zeit B drücken. Oh, da ist eine Treppe. Wunderbar. Ah, und hier ist... Und die Schätze, die sind ja hier richtig assi versteckt. Die sind richtig assi. Aber ich finde schön, dass das... dass hier alles etwas begehbarer ist. Ja, ich weiß schon, wie ich ihn eliminiere. Ich Gute weiß schon, Arbeit, wie ich ihn eliminiere. Da unten. Nicht meine beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Sollten wir nicht einschreiten? Da wieder! Oh! Du Hund! Requiescat in pace. Oh, ich dachte schon, ich hätte das jetzt falsch gemacht. So ein Arschloch. Und wie hässlich du bist. Und die glaubt wohl, ihr seid mir gewachsen, hä? Klein. Hä? Ich verstehe nicht, wie ich... Erstmal einen Schatz plündern. Claudias Ring. Okay, okay. Ich habe gar nicht drauf geachtet, stand da jetzt so eine 100%. Oh. Ich muss echt besser aufpassen. Was mir auf jeden Fall oft passiert ist, dass ich mich hier übelst verlaufe. Ich ignoriere den jetzt einfach mal. Hey Desmond, ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Hier ist nichts. Wieso erwähnt er das jetzt? Wieso erwähnt er das jetzt? Merkwürdig. Aber hier ist irgendetwas. Ne, sieht er es da auf der Karte? Irgendwas ist hier. Eins von 100, eins Borgia-Banner, Alter. Eins von 100. Ja, nee, ist klar, nee. Ich werde jetzt mal hier hochklettern, weil ich weiß, dass das hier ein Aussichtspunkt ist. Okay, ich kann nur von hier aus da hoch. Oder ist das der Ort? Nee, da ist kein Aussichtspunkt, das ist keiner.
Aber das hier ist doch bestimmt einer. Oder auch nicht. Oh, oh. Puh. Das war knapp. Hä, wo ist denn hier der Schatz? Das finde ich auch cool. Das hier mit den, mit dem hier. Das finde ich richtig cool, das mit den Geschäften. Im Grunde genau das gleiche wie das letzte Mal. Nur, dass ich statt der die Monte Reville, nee, ihr wisst, was ich meine, aufbessere, sondern eben die ganze Stadt. Halt's Maul. Ich finde das voll scheiße. Was hast du denn so? Oh, 37, nice. Und es gibt jetzt auch Gegenstände. Ne? Und finde ich schon schick. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier ganz bewusst so viel Geld lag, damit ich dann auf jeden Fall das hier kaufen kann. Und das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Und ich habe total die Zeit vergessen. Ich glaube, ich bin jetzt schon bei 25 Minuten. Ich guck mal kurz. Oh ja, so 26 Minuten. War das dann 13? Ja, da mache ich noch ein bisschen. Aber bevor ich dann die Quest weitermache, werde ich dann Folgenpause machen. Muss ich das eben nochmal schneiden, aber ist ja kein Thema. Ich muss dann sowieso mal gucken. Ich glaube, wir haben dann sogar schon so 5 Folgen zusammen. Obwohl ich fast gar nichts geschafft habe. Wo ist dieses verdammte Fragezeichen? Ausrufezeichen, Alter. Ja, hier die ganzen Schlösser, das sind Sachen, die ich kaufen kann. Das hier ist ein Borgia-Turm. Germanchenerbo erobern und so. Ein Tunneleingang. Sehr schön. Beschädigen. Aber ich frage mich gerade, wieso ich das schon alles sehen kann. Okay. Ah, ne? Und hier ist ein schöner Schmied. Watcher-Turm. Man merkt auch, es ist verdammt groß. So wollte ich eigentlich nur. Ne? Wenn man mal bedenkt, dass ich mich hier die ganze Zeit in dem Bereich verlaufe. Schon mächtig viel. Kann ich hier immer noch stehlen? Nee. Der ist ja gemein. Habe ich noch nie freigeschaltet. Schade. Bloß nicht anstupsen. Oh. Ich liebe diesen Ort. Ich liebe ihn. Das sind hier solche Tunnels. Tunnels? Tunneleingang. Dieses Gebäude steht unter dem Einfluss eines Borgia-Turms. Kann nicht ausgebaut werden. Ach, genau deswegen muss ich dann auch diese Borgia-Türme kaputt machen. Das werde ich auch machen, bevor ich hier die Quest weitermache. Ich will ja erstmal hoch. Ich glaube, irgendwo hier war ein übelst geiler Schatz. Weil an das Ding hier, das erinnere ich mich sowas von. Aber hier ist nichts. Irgendwas war hier. Was? Merkwürdig. Merkwürdig. Ich darf da nicht hin. Der ist ja fies. Oh, da wollte ich jetzt eigentlich nicht reinspringen. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge dann die Quest einfach weitermachen, ne? Ach. Der ist das.
stelle mich auch einmal hier hinstellen. Die Penner da nerven. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und viel Spaß beim weiteren Zuschauen anderer Videos. Also meiner. Und tschüss.